Neuer Anlauf. Wo ist mein Auto? Da hinten irgendwo. Ich muss nur sagen, wann du eingeladen hast, weil ich das nicht sehe. Ja. Weil ich habe die Dings aus, die Nachrichten vom Handy aus. Ja, alles gut. Weil das nervt mich dann dauernd, wenn du einfach von irgendwelchen Leuten eingeladen wirst. Jobspiel. Scheiße. Ah, gut, okay. Das war... Ach, schade, kannst du keine Frau mitnehmen. Komm her hier. Dich gerade eingeladen. Ja, ich habe was gekriegt. Warte. Verloren, aber nicht vergessen, okay? Ja, ich habe einfach mal Jobs gesucht, die nur zu zweit gehen, damit das auch Sinn ergibt. Nicht, dass wir irgendwas machen, wo wir vier Leute brauchen und dann... Warte mal gerade kurz, ich muss mal eben kurz noch... Ja, okay, auf geht's. Von meiner Seite ist nämlich bereit. So, spielen. So, verloren, aber nicht vergessen. Wir brauchen wahrscheinlich was Gepanzertes, das heißt, nehmen wir mal mein Auto. Ansonsten hole ich nachher. Ansonsten hole ich nachher. Mit der Lost Gang, ja. Ja, deswegen. Ich sage, ansonsten machen wir das anders nachher. Ich rufe einen Kuruma. Den habe ich auch noch am Start. Ja. Der ist voll gepanzert. Wenn das jetzt nicht klappt beim ersten Mal mit dem Auto. Bei dem bin ich, weiß ich gar nicht, ob der gepanzert ist. Kann aber auch sein. Bist du eigentlich? Hey. Die fahren aber auch wieder hier. Na gut, du hast rot. Das erklärt's. Der ägyptische Friedhof. Ja, begib dich zum Friedhof, ich wollte dich mal vorbeibringen. Ja, ja, bei dem mein fortgeschrittenen Alter. So. Drift. Naja. Halt wollen sie mit X, ne? ER1. Ja gut, du hast R1, ich hab die FX sitzen. Weil ich hab die umgetauscht müssen. Ich hab jetzt eine andere Einstellung. Okay. Ich schalte die Lost aus. Warte mal gerade kurz. Ich versuche mal, ob ich hier von denen schon ein paar bekomme. Ja, ich mach das mit normalem G. Yes, I'm a concerned citizen and I want to file a complaint. Oh, my heart! Damn it. Get the hell out of here! Kommen die denn überhaupt alle her? Da oben.
schön. Pass auf, da kommt einer von dir aus dem Rücken. Ja. Ich chill mal gerade hier noch ein bisschen. Warte mal gerade kurz. Was ist hier denn? Das Problem ist, ich finde keine Position, wo ich mich ein bisschen um die kümmern kann. Warte mal. Karabiner. Da bist du noch, Digga. Mein Gott. So, da hat auf jeden Fall schon mal ein paar mitgenommen wieder. So, langsam geht's mir ein bisschen. Ja, langsam nerven sie mich. So, mal wieder ein bisschen vorrücken. Die Mission kenne ich auch noch nicht. Ja. Ein paar noch unterwegs, so 4 Stück oder so sind es noch. Ja. Ja. Da oben. Ja, ich sehe schon, aber ich komme nicht ran. Was ist denn? Ja, jetzt habe ich hier noch 2. Noch einer. Oh, hier brennt alles. Ich muss da weg gerade. Es sind noch 2. Ja, ich weiß. Ja, ich habe schon gesehen, den einen habe ich noch mitgenommen. Naja, das weiß ich. Du, das war's gerade. Down. Das war's. Also, der. Ja, 10.000, mein Messer ist nix. Ja, ich hatte auf schwer gestellt. Na, alles gut. Ich spiele die meistens auf schwer. Weil diese Kontaktmissionen sind ja jetzt eigentlich nicht so mega schwer. Ja, es gibt ein paar. Warte mal, machen wir's so. Ich kaufe ein bisschen Panzerung wieder und ich kaufe Munition nach. So. Es gab mal eine Zeit lang, da gab es glaube ich dreifache EP, EP für die. Und ja. Dann mache ich, aber glaube ich, da mal 7-8 Stunden teilweise die Dinger durchgezogen. Und da haben wir richtig Kohle gemacht. Da haben wir, glaube ich, irgendwie jeder 30 Millionen oder so gemacht. Mhm. Das ist das von gerade. Schwere Last, okay. Ja, ja, wollen wir trotzdem machen? Ja. Versuch mal. Wir haben jetzt eigentlich keine Gegner gehabt. Ja, die war jetzt relativ sehr simpel gewesen. So. Na, wieder ein bisschen Kohle in der Tasche. Ich kann leider nur nicht fliegen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich bin eher der Fahrer. Oder der sich versteckt meistens irgendwo. So, ist egal eigentlich. Welche jetzt. Da wir wahrscheinlich keine Gegner haben, wenn wir. Ist es egal, welche Auto wir nehmen. Ich hol mal den Cargo Bob, ja? Ja. Ja. Mal schauen, ob da wirklich jetzt einer steht und ob der sich den bestellt hat.
Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Und wo fahrt ihr heute? Gar nicht. Heute Abend? Gar nicht? Das ist auch zu Ende, oder was? Nee, weil wir ja heute Abend das offizielle Rennen in Bahrain hatten. Wir wären Spanien sonst gefahren heute Abend. Ach so. Ich bin letztes Rennen übrigens noch Zehnter geworden, weil noch einer rausgegangen ist aus der Liga und einer disqualifiziert wurde. Das heißt, ich habe mir trotzdem noch ein gutes Ergebnis geholt in dem Rennen. Fahren wir, wir haben ja keine Zeit. Fahren wir ein bisschen einfach von A nach B ab. Aber gut, wenn du nicht raus kannst, versuchen das eine Auto mitzunehmen. Dann nehme ich den zweiten. Aber den bringt ja nichts. Egal. Einfach nur rausstehen. Ich würde erstmal das eine machen, wo du vorhin festgegangen hast. Das würde ich anfangen. Das war ja nicht schlimm. Das war bei C. Das war nicht tragisch, das Auto. Weil ich wäre, wenn ich zum Tor gekommen wäre, ich schon rausgekriegt. Aber ich verstehe, warum man den Cargo-Bob braucht. Nicht zum Transportieren, sondern weil die Autos aus dem Dings rausholen muss. Aus dem Gebiet dort rausholen muss. Mensch, wie war denn das mit dem Haken runterlassen? Ah, okay, so. Jetzt hab ich's. Ich hab den Knopf gesucht, um den, weil das nicht stimmt, wie Steuerkreuz rechts oder so? Ja, hab ich gerade gemacht, ja. So, dann lasse ich dich mal hier an der Kreuzung runter, weil reingekommen bist ja zu Fuß. Ja, rein theoretisch schon, ja. Ich setze dir das Auto so, dass ich das zu den annehmen kannst. Der steht rechts in dem Gebiet, in dem kleinen Ding drin. Rechts von dir. Ja, ja, alles gut. Also da, genau. Ne, links von dem steht der, genau. Egal, ich finde schon irgendwie einen Weg rein. Bist du raus? Ja, du bist noch ein bisschen zu weit geflogen. Aber geht schon. Ja, nur hier war der meiste Platz zum Landen. Ja, aber der wird jetzt gleich nicht einfacher werden, der Platz. Warte mal gerade kurz, ich muss mal gerade wieder eine Möglichkeit finden, da reinzukommen in das Gebäude. So, hier? Ja. Oh ja, Gegner, doch. Es war doch ein Gegner dabei. Die Autos ändern sich. Ja, vorhin war es auch das andere Haus da links. Das war nicht das hier. Ja, ja. Ja, ist okay. Alles gut. Kriegst du den... So. Ja, warte, ich muss... erstmal hier... Du musst mir nur quasi nur auf die Straße setzen. Fahren, das kriege ich alleine. Ja, ja, alles gut. Ich bin nur nicht so hektisch... Ja, alles gut. Irgendwie der eben. Hm. Ja, der hat das nicht gecheckt, was wir vorhatten. Ja... ich habe auch ein bisschen in dem Moment ein bisschen einfacher gedacht, weil ich dachte, okay, ja, perfekt, einmal hoch, genau, und dann einfach nur rechts auf die Straße, wie auch immer. Ich lasse dich wieder an der Kreuzung vorne raus. Du kannst dich auch hier raushängen, das ist okay. Du kannst ja schon mal gucken, ob du das zweite Gebiet frei geklärt bekommst. Du kannst ja schon mal zum zweiten Gebiet fliegen und das ebenfalls den Weg machen. Schaffst du das? Also das Auto vorziehen, vorziehen und raus anhängen? Jetzt nicht von hier oben fallen lassen. Nein. Ich lass dich da baumeln, das ist lustiger. Ach, mir ist das so scheißegal. Du schwingst aber da rum. Ja, ich mach gar nichts hier drin. Eigentlich. In der Ego-Perspektive ist das bestimmt eklig, wenn das Ding da so rumschwingt. Ja, das geht, aber eigentlich. Ich bin nicht so der Fan von der Ego-Perspektive. Am Anfang mag es ganz lustig gewesen sein, aber... Ich hab die Schlange nicht mehr jetzt. So, okay. Eieiei. Entschuldigung. Das sind nur 2 Kilometer. Ich will das Auto haben, ich wollte das teuer bestimmt. Die kostet bestimmt nur 10 Millionen oder so. Aber das war das Auto, was wir eben als erstes hatten. Der Supersportwagen. Den der auf die Seite gelegt hat. Mhm. Ja, ist gut. Bring das Fahrzeug zum Parkplatz, ja. Ich mich wundern, wenn hier Gegner gleich kommen. Also da. Also einen Gegner hatte ich auf dem Grundstück. Da war der Besitzer, der kam auf einmal raus.
Aber das war nicht tragisch. Der war eigentlich relativ easy erledigt. Da hinten ist das, da wo wir eben gestartet sind, ist der Parkplatz. Ungefähr daneben. Geht denn hier lang? Gott, da hin, durch. Jetzt da durch. Im scheiß Parkhaus ist der. Okay. Ganz oben drauf. Ja, ja, ich so ziemlich gerade. Erste Auto steht. Ja, du kannst ja schon mal das zweite Auto schnappen, wenn du das irgendwie schaffst schon. Ich fahr zum dritten. Ja, aber da ist auch das Tor zu, da muss ich, ich muss das umparken. Ja, das meine ich ja. Alles gut. Ich komme gerade. Meine Freundin saugt, Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Erschreck mich nicht so! Oh, Entschuldigung. Gerade voll mit dem Staubsauger. Die ja, ja, Staubsauger, durch. Genau. Meine Freundin saugt auch öfters mal. So. FSK 16 hier, ja. Durch mich ist sie ab 18, daher ist es mir egal. So. Bei welchem Punkt bist denn du? Bin bei A. Bei A, okay. Warte mal, Gott, kurz. Boah, ist das enge hier. Ja, das ist normal. Ich fahr mal zu D hoch, dann ist das der weiteste Weg. Dann check ich mal die Lage dort aus. Nee, hau ab bei mir, Auto. Ups. Warte mal. Warum ist meine Markierung? Hast du dir eine neue Markierung gesetzt? Hä? Hast du dir mal eine neue Markierung gerade gesetzt? Weil ich bin. Meine ist gerade weg irgendwie. Nö. Alles gut. Ich hab nichts gemacht. Bist du durch den Tunnel gefahren? Nein. Eigentlich nicht. Okay. Ja, ich bin jetzt hier oben in dem komischen Berg dort, wo auch Dings wohnt. Lamar? Nee. Wer ist der dritte Typ? Der hat doch da, die Hütte da auf dem Berg mit dem Hund. Ja. So, warte mal kurz. Ich guck mal hier gerade. Franklin, ja. Genau. So, ich check mal gerade hier noch die Lage, weil... Ja, komm, das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Da oben ist das Auto. Nerv mich nicht. Wenn du dann nachher mal kannst, ich hab mal Auto A auf dem Dach vom Parkhaus abgestellt mit dem Cargo Bob. Einfach nur mal in die Markierung parken, wäre nett. Immer. Du. Ernsthaft? So, das war der Besitzer, der mal eben kurz auch aufgemuckt hat. Ich habe das dritte, das Auto schon. Auto D. Auto A schon auf dem Dach, oder was? Ja, Auto A habe ich auf dem Parkhaus mit einem Hubschrauber abgestellt. Einfach mal dann in die Markierung in die gelbe reinfahren, wäre nett. Ja, mache ich gleich. Bringst du, holst du mal kurz im Auto D? Also, B hole ich jetzt. Ich bin auf D. Ja, und ich hole jetzt B. Warte mal, kriege ich das hin? Warte mal, wie weit geht das von hier oben nach unten? Schaffe ich das von hier oben vom Dach zu springen mit dem Auto? Ja, das könnte funktionieren. Mit ein bisschen Schwung könnte das funktionieren. Warte mal, mit brauche ich dich gar nicht hier oben. Es kann aber jetzt gehörig schief gehen.
Weil hier oben ist nämlich eine Dings, eine Terrasse, eine Dachterrasse. Hat funktioniert. Das Auto hat zwar ein bisschen Schaden davon genommen, aber ist egal. Es geht ja nicht um Wert, sondern nur vom Rausbringen. Ne, dann kannst du den, wenn es möglich ist, den nächsten schon bringen. Dann haben wir das eigentlich ziemlich simpel erledigt. Im Zweifel kommt dann noch der Besitzer oder so, aber du hast ja so nur noch ein paar Waffen noch. Steht einfach eine Frau bei Franklin am Pool. Auch nicht schlecht. Alter, Besuch oder was? Ja, hab ich Entschuldigung, mal, Motorradfahrer. GTA-Krankheit. Ja, hab ich einfach mal in den Pool geschubst jetzt. Franklin in sein Haus, oder? Nee, ist gar nicht. Nee, der ist doch eigentlich ganz hinten auf dem Berg oben. Ja. Es sah aber so ähnlich aus vom Dings. Hast du die Story eigentlich gespielt? Hier auf der. Ja, schon 3-4 Mal oder so. Ja. Letzte Variante ist immer Variante C, dann kriegst du sie alle durch. Ja, ich weiß. Wobei ich bei mir tatsächlich in meinem Story, meinem Let's Play, alle Enden gezeigt habe. Ich habe auch Trevor und Michael gezeigt. Kann man ja mal gucken. So Leute auf meinem Kanal. Da sieht man nämlich auch mal, wie das ist, wenn man dann Michael zum Beispiel auswählt oder wenn man Trevor auswählt. So. Oh nein. Das war ein bisschen zu schnell da hinten. Das ist nämlich noch eine Schanze. So, oder? Ah, da steht der nächste. Okay. Perfekt. So, der ist auch weg. Und du hast wahrscheinlich jetzt einfach Fahrzeug B auf der. Da ist er. So, Fahrzeuge sind abgeliefert. Einer fehlt noch. Hast du? Oder ja. soll ich zu dir kommen? Ich bin gerade dabei, nur es ist immer umständlich. Ich muss erst aus dem Hubschrauber aussteigen, das Ding mir so hinstellen, dass ich mit dem Hubschrauber rankomme mit dem Haken. Und dann, ja. Da unten ist wieder irgendwo kräftige Action. Was ist denn da Action jetzt? Ach so, hier drunter ist ja der Schießstand. Der Schießstand. Okay, erklärt's. Ich wundere mich gerade, wo hier Schießerei ist, aber ich bin ja bei dem Ammunition auf dem Dach. Da ist ja der Schießstand drin, das hörst du ja bis hier oben. Bist du noch auf dem Dach oben? Ja. Bleib dann mal da. Okay. Ich warte auf dich. Ja, ich bin auch gleich da. Sag mal, wer soll parken? Hier sind 1000 Parkplätze frei. Das gibt eine Knolle. Und tschüss. Wer nicht parken kann, stirbt. Da bist du. Ich vermute, dass das die letzte Parklücke da hinten ist. Alter, die Kamera, die macht einen manchmal echt wahnsinnig. Naja. Einfach genau absetzen. So, perfekt. Schön. Ja, perfekt. Das war das letzte Auto. Da hat er zwei geholt, das passt so. Da ist die Lücke. So, perfekt. Alles erledigt. Mission bestanden. Das klingt auch wieder gut.
25.000 immerhin übrig, ne? Und ein bisschen gute Erfahrungspunkte. War gut. 108 Munition, ein bisschen schwere Panzerung, passt.